Bei dem Titel Warum, da steht war. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلِهِ وصحبه اجمعين ثم اما بعد Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad صلى الله عليه وسلم sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi ربي العلماء Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an meine geliebten Geschwister und ein herzliches Willkommen an alle Nichtmuslime. Wir freuen uns, heute mit euch einen weiteren Stream, Alhamdulillah, starten zu dürfen. Und äh, ich sage es ernst, liebe Geschwister, wir lieben euch für Allah subhanahu wa ta'ala. Und gerade in so einer Zeit, dass man noch Leute findet, die mit einem denselben Weg beschreiten, selbst wenn man sich nicht persönlich kennt, das schafft einem Ruhe im Herzen, dass man, Alhamdulillah, nicht der Einzige ist, der hier... Verstanden hat, was der Islam bedeutet, sondern vielen, vielen Leuten hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Gnade gegeben. Ich lese hier gerade. Assalamu alaikum, Sheikh Kannst du bitte den Unterricht, das erste Video Reinigung der Seele wieder reinposten? Machen wir. Inshallah machen wir das noch. Ist nur gerade in Bearbeitung, weil die Qualität war wirklich sehr, sehr schlecht. Und wir wollen uns ja ein bisschen anstrengen, dass die Qualität in nächster Zeit etwas besser wird, damit ihr auch mehr Genuss habt bei den Videostreams. Weil wir wollen euch nicht Netflix überlassen. Wir wollen vom Standard her sein wie Netflix. Aber inhaltlich niemals wie Netflix, sondern wie Jannaflix. Alhamdulillah. Und äh, einer schreibt gerade, ja, ähm, warum ist der Livestream immer viel später? Ja, weil ich äh, sehr viel zu tun habe. Ihr müsst euch vorstellen, ich kann manchmal nichts anderes machen, als ans Telefon zu gehen. Ja, wenn gefühlt bei dir jede Minute das Telefon klingelt und jeder möchte irgendwas. Und jeder denkt, gerade ist seine Angelegenheit am wichtigsten. Dann kommt hier mal eine Scheidung rein, dort mal ein Problem. Das Problem ist, wir können auch nicht immer Nein sagen. Wir versuchen immer Nein zu sagen, aber es klappt nicht immer. Und daher müsst ihr etwas geduldig sein, bidnillah ta'ala. Bitte mich nicht falsch verstehen, aber was wir schon gemacht haben, um bei unseren Shujuch zu sitzen und von ihnen Wissen zu erlernen, also da kann man auch sogar eine Nacht übernachten. Aber wir wissen, die heutige Generation ist ein bisschen anders. Alhamdulillah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Adab geben mit den Leuten des Wissens. Allahumma amin. Und wichtig auch, liebe Geschwister, ähm, bald wird es eine Zeitänderung geben. Ihr wisst, die Zeit wird, ich weiß das immer nie, vorge vorgestellt oder nachgestellt. Keine Ahnung, irgendwas passiert. eins von den beiden Sachen. Ich vergesse das immer auf jeden Fall. Nee, vorgestellt, weil das escher gebet wird dann bei uns in Berlin zumindest Ende Oktober so gegen 19 Uhr sein. Und ich denke, wir werden dann so versuchen, immer gegen spätestens 19.30 Uhr ein Livestream zu machen, so dass wir dann auch mehr Zeit mit unseren Lieblingen verbringen können. Möge Allah uns und euch recht leiten und uns auf dem Weg der Wahrheit befestigen. Allahumma amin. Heute ein sehr, sehr wichtiges Thema und zwar... Warum, Abul bara verdienst du nicht mit deiner Reichweite viel Geld? Und du hast die Möglichkeiten, wirklich, ich meine, nicht nur 3, 4, 500 Euro zu verdienen, sondern zigtausende von Euros. Also, ich kann euch erstmal sagen, was wir auch gehört haben, und inshallah von vertrauenswürdigen Quellen. Es sind Leute sehr vermögend geworden durch unsere Videos, wie bei TikTok und bei anderen Kanälen. Und äh, ich meine mit Vermögen. ja Ich meine nicht, ja, nee, dass sie sich jetzt äh, ein Eis mit zwei Kugeln leisten können, sondern eher ein Eisladen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und der hat mehr Kugeln, der ganze Laden. <laughs> Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ihr sollt erstmal eine Sache wissen, liebe Geschwister. Äh, die Behörden machen es uns nicht leicht. Ja? Es ist nicht nur so, dass sie nicht wollen, dass wir die Dauer verbreiten. Das wisst ihr. Das habt ihr ja schon alle mitbekommen mittlerweile. Wie oft sie uns Probleme machen. Nein, es gibt noch eine Sache. Sie wollen nicht einmal, dass wir bodenständig, eigenständig werden, indem wir unser Geld verdienen und, 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 und. Warum? Natürlich, überlegt mal, wenn Sie in den Zeitungen schreiben, der zum Beispiel arbeitslose Prediger, es hat eine ganz andere Wirkung, als wenn da steht der Händler oder Sonstiges. Ja? Deswegen versuchen Sie dich so, runterzuhalten. Warum? Damit sie praktisch den Leuten das Bild so vorzeigen, ja, schaut mal, der hat so nichts gebracht. Also Alhamdulillah Rabbil wir haben einiges geschafft im Leben. Und wir haben ein Wirtschaftsstudium gemacht und sehr gut abgeschlossen, Alhamdulillah. Und Allah weiß, was wir gemacht haben, Alhamdulillah, wir haben eine Firma gehabt und 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 und. Und es sind Umstände passiert und zum Schluss haben wir Alhamdulillah uns einfach nur für die dauer entschieden und jetzt im nachhinein wenn ich nochmal noch mal, äh, danach gefragt werden würde ich würde dasselbe machen walhamdulillah denn diese dauer nichts ist ihr gleich es gibt nichts was an diese dauer herankommt Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns den vollen Lohn schreiben. Aber wie ich schon gesagt habe, die Behörden machen es einem nicht leicht. Selbst wo ich meinen Laden in der Moschee hatte, liebe Geschwister, überlegt mal. Ich habe da so einen einfachen Laden gehabt mit Kaugummis und Bonbons und alles drum und dran. So die süße Welt von Abu'l-Bara in der Moschee und selbst da kamen sie mit. Ich weiß nicht, Ordnungsamt, LKA, BKA, Verfassungsschutz. Ja, die wollten nicht mal, dass wir die Zents äh, verdienen für den Laden. Auf jeden Fall, wir wissen das, dass sie uns runterhalten wollen. Aber Alhamdulillah, wenn sie denken, dass sie uns der List geben, Wallahi, dann haben sie sich gewaltig gehört. Und wenn sie denken, dass sie unser Lebensalter bestimmen, dann haben sie sich gewaltig gehört. Deswegen, Alhamdulillah, Rabbil Natürlich wurde ich von vielen Leuten angesprochen, warum wir nicht mit dieser Reichweite sehr viel Geld verdienen. Und ich denke, und ihr wisst es selber, liebe Geschwister, wenn man diese Reichweite hat, und das nur auf Allah subhanahu wa ta'ala zurückzuführen, dann könnte man hier und dort etwas an Geld verdienen. Na, das stimmt, das ist richtig. Und ähm, ich bin auch keiner, der sagt, ähm, äh, warum sagst du so etwas oder sonstiges. Ich will lieber meine Sicht, euch begründen, warum ich das nicht mache, liebe Geschwister. Erstmal sollten wir wissen, dass wir eine großartige Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Alles, was wir Gutes gemacht haben in der Dunya, in der Dunya, Gutes, das nehmen wir mit in die Akhirah. Allahu Akbar, alles, alles. Allah wird nichts belassen in der Dunya, außer dass du das mitnehmen kannst in die Akhira, wenn es für Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine gewesen ist. So weist ein Hadith darauf hin, der bei Ibn Majah rahimullah ta'ala überliefert worden ist. Und so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Er berichtet, und die Überlieferung ist von Abu Huraira radiyallahu anhu arda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وانتظر sagt Abu Huraira, der Gesandte Muhammad sallallahu عليه wa sallam sagte, das, was dem Mu'min, den Gläubigen, erreichen wird an Lohn und an guten Taten. Nach seinem Tod ist das nützliche Wissen, was er erlernt hat und weitergegeben hat. Also, du wirst für beides belohnt. Was er erlernt hat und weitergegeben hat. Ist das alles, Abu Bara? Und er hat ein rechtschaffenes Kind hinterlassen. Und deswegen, liebe Geschwister, Klammer auf, Klammer zu. Wallahi, die beste Investition ist in deinen Kindern. Weil sie werden später, nach deinem Tod, so viel an Gebete für dich machen. Und der Lohn für diese Kinder, was sie an guten Taten machen, der kommt dir zu. Das ist dein Lohn. Obwohl du schon im Grab liegst. Und ihr kennt die Überlieferung bei Ibn Majah. So kommt ein Mann Qiyama, vor Allah und er sieht sehr viel an Hassanat. Dann sagt er, woher kommt das? Woher kommt dieser Lohn? Ich bin mir gar nicht so sicher, dass ich so viel gute Taten gemacht habe. Dann sagt Allah zu ihm, du hattest ein rechtschaffenes Kind, welches für dich mit Gebete gesprochen hat. Das ist die Investition, in die Zukunft. Guckt mal, subhanallah, wie viele Leute hier und dort gucken an Investitionen. Gut und schön, aber die beste Investition ist die eigene Familie. Dann sagte er, dass er eine Kopie von einem Mus'haf, ein Koran, diesen legt er zum Beispiel in einer Moschee an einem Ort, wo er gelesen wird, oder eine Moschee, die er baut weiter weiter und hört min malihi fi wa min und eine sadaqa die er in seinem leben gegeben hat während er gesund war während er gesund war und diese wird ihn nach seinem tod erreichen wunderschöne überlieferung was sagt uns diese überlieferung diese überlieferung sie macht uns klar und deutlich dass wir mit einem gigantischen Lohn zu rechnen haben. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass der Ikhlas, die Aufrichtigkeit für Allah in all den Taten, nicht da gewesen ist oder nicht wirklich voll bemessen wird von Allah, Azzawajan, weil es irgendwelche Dinge gibt, die sich in diese gute Absicht reingemischt haben. Also... Haben wir hier ein klares Verständnis, wenn wir unsere Ibadat für Allah subhanahu wa ta'ala machen, dann werden wir dafür bestens belohnt werden. Und Allah Azzawajal wird uns nichts an Lohn schmälern. Nur, wisst ihr, was das Problem ist? Es gibt Leute, ihr werdet es mir nicht glauben, die machen eine Ibadat. Die fasten vielleicht sogar. Aber. Ihre Absicht ist die Dunya. Wie abul Eine Person fastet, für wen kann die Absicht sein, außer für Allah. Sag es, dir. es gibt Leute, die fasten, damit sie abnehmen. Damit sie was? Abnehmen. Und das ist seine Hauptabsicht. Kriegt er nichts vom Lohn, abu Nichts. Wie? Er kriegt sogar Strafe. Abu Barah, bist du verrückt? Er hat doch gefastet. Okay, hat jetzt nicht die beste Absicht gehabt, aber er wird bestraft, höre zu. Alhamdulillah, wir reden nie von uns selbst aus, sondern wir erklären immer alles mit den Beweisen. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt in Surat Hud in der Ayah 15 bis 16: Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la <laughs> yubkhason. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى ذا الذين دي هذه الدنيا وsein Schmuck hier begehren dunia und Schmuck dunia Absicht seine Absicht dunia diejenigen die die Dunia und sein Schmuck begehren Allah sagt wir wollen Sie für ihre irdischen Werke voll belohnen. Hä? Aber du hast doch gesagt, er kriegt keine. Doch, doch, doch. Dunja. Er kriegt Dunja. Wir wollen sie für ihre irdischen Werke voll belohnen. Warum? Weil ihre Absicht war die Dunja. Und sie sollen auf Erden kein Unrecht erteilen. Kein Unrecht erleiden. Allah gibt ihnen das, was sie begehrt haben. So jetzt. Diese sind es, diese Leute, die zwar eine Ibadah gemacht haben, aber mit der Absicht für die Dunya. Diese sind es, die im Jenseits nichts als das Feuer erhalten sollen und das, was sie bewirkt haben, wird nicht sich sein, das heißt ihre Taten. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird das ungültig machen, was sie zu tun pflegten. Gefährlich. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Ich wiederhole, wer wer die taten macht ibada mit der absicht für die Dunya, er fastet um abzunehmen yani Subhanal Malik. wenn du fastest und du machst die absicht für allah subhanahu wa taala das ist doch sowieso ein nebeneffekt warum beabsichtigst du das das braucht doch gar nicht in deine Absicht herein zu fließen. Ja, Abu'l-Bara, ich will gut aussehen. Im Höllenfeuer siehst du nicht gut aus. Es gibt keinen, der im Höllenfeuer gut aussieht. Allah hat denjenigen mit dem Höllenfeuer gedroht, die ihre Taten machen mit der Absicht für die Dunya. Was hast du noch für Beweise, Abu'l-Bara? Imam Ahmad, rahmatullah so Imam Ahmad... Rajulin er wurde gefragt nach einer Person der sagte schaut mal damals schon er sagte bikum Ramadan dieser Mann sagte zu den Leuten und imam Ahmad wurde daraufhin gefragt was seine Meinung dazu ist eine Person sagt ich werde für euch im Ramadan vorbeten wenn ihr mir so und so viel Geld gibt wenn ihr mir so und so viel Geld gibt Ramadan vorbeten Koran, Salah, Zikr, Subhanallah, gigantische Taten. Was sagte Imam Ahmad? Als er gehört hat, es gibt einen Mann, der sagte, ich werde für euch im Ramadan vorbieten mit so und so viel. Oder für so und so viel. Das heißt, gebt mir zum Beispiel 10.000 Dirham, 5.000 Dirham, dann komme ich und bete ich für euch vor. Als Imam Ahmad, Rahimullah nach so einer Person gefragt wurde, sagte er, ich suche Schutz bei Allah. Er sagt, billah. Wer wird hinter so einer Person beten? Das sind die Leute. Und jetzt geht mal weiter. Diese Zeit von Imam Ahmad ist nicht fertig. Ich erinnere euch, wie viele Leute gibt es, der sagt, ich bin Imam in der Moschee, ich bete nur vor, wenn ich mein Geld bekomme. Haram. Haram. Ich mache nur Adhan, wenn ich mein Geld bekomme. Haram. Haram. Ich mache islamischen Content. Jetzt gehen wir mal rüber zu YouTube, TikTok und Co. Damit ich Para verdiene. Die Religion ist mir mehr oder weniger egal. Und Wallahu A'lam, ich glaube, wir können nicht mehr zählen, wie viele diese in dieser heutigen Zeit sind. Denkt nur an die Debatten und so weiter und so fort. Sie führen Debatten, teilweise sprechen sie sich vorher ab, natürlich über islamische Themen, und äh, bringen die Menschen in eine emotionale Lage, damit sie Walayyadu Billah verdienen und verdienen. Und er betet nicht mal. Ich. Lesen nochmal die Eier vor. Diejenigen, die das irdische Leben, die Dunja, und seinen Schmuck begehren, das sind die Leute. Wir wollen für ihre irdischen Werke sie voll belohnen. Sie kriegen ihren Lohn in der Dunya. Und sie sollen auf Erden kein Unrecht erleiden. Diese sind es, die im Jenseits nichts anderes als das Feuer erhalten. Und Allah Azzawjall wird ungültig machen, was sie gemacht haben. Diese Leute, von ihnen wollen wir nicht sein. Wir sagen, A'udhu wie Imam Ahmed. Wir wollen nicht von diesen Leuten sein. Aber jetzt. Eine Person, er sagt, nein, meine Absicht ist für Allah. Für niemand anderen. Aber, ich möchte auch etwas Geld finden. Und daher haben die Gärten drei Ansichten bezüglich des Lehrens des Korans. Und der Koran ist das Höchste, es gibt nichts Höheres. Yani, wenn jemand Koran lehrt, sei es ulumul Koran, die Wissenschaft des Korans, oder Tajwid, die Regeln, wie man die, den Koran liest, oder, 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 oder er erklärt den Koran, oder er macht Unterrichte und so weiter, alles basiert auf dem Koran. Wie ist die Sache hier? wenn seine Absicht für Allah ist, trotzdem gibt es Gelehrte, die sagen, das ist haram, was er macht. Und das sind frühere Ahnaf, das heißt die der hanafitischen Rechtsschule angehören und das ist eine Aussage von Imam Ahmad. Sie sagen, haram. Nein. Mit dem Koran verdient man kein Geld, denn der Koran ist unbezahlbar und es gibt nichts Gleichwertiges wie den Koran. Unbezahlbar. Und dazu bringen sie eine Ayah, wo Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Yunus sagt, in der Ayah 71 und 72, فَمَا Ich frage euch nicht nach Lohn, sagte Yunus a.s. Mein Lohn obliegt nur Allah. Und mir wurde befohlen, einer der Muslime zu sein. Das ist ein Beweis, den sie bringen. Dass es verboten ist, mit dem Koran Geld zu verdienen. Absolut verboten. Und hier sehen wir auch, warum, schaut mal, die Propheten, und das wird nicht nur über Yunus berichtet im Koran, sondern auch über viele Propheten, Sie haben immer gesagt: In ajriya illa Allah. Mein Lohn obliegt nur Allah. Ich möchte von euch Menschen kein Geld. Wenn jemand verdienen würde, Geld zu bekommen, wären es die Propheten, wären es die Leute, die den Menschen die Rechtleitung beibringen, wären es die Menschen, die den Leuten beibringen, wie sie in das Paradies hereinkommen. Welche Sache soll mehr bezahlt und gewaltiger bezahlt werden als diese? Haben sie nicht genommen. Kein Prophet hat Geld genommen für das, was er an Botschaft überbracht hat. Und überlegt auch, wenn er Geld bekommt, selbst wenn seine Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala ist, was denkt ihr? Dieses Geld, ist das Fitna genug, damit es seine Absicht verringert? Brauchen wir nicht drüber zu reden. Die Fitna ist da. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Je mehr das Geld, umso größer die Fitna. Eine Überlieferung, die Sie auch erwähnen, die Leute, die gesagt haben, absolut verboten. Und die Überlieferung ist von Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu ala. Und diese Überlieferung, liebe Geschwister, wurde verzeichnet bei Ibn Maja und al-Bayhaqi. So sagte Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b war der Meister des Korans, sozusagen. Und er hat auch mit das meiste Wissen über den Koran gehabt. Er sagte, Kala, rajulan al Ich habe

Ja, Rasulullah, halal für mich, oder habe ich jetzt zu Unrecht Geld genommen? Es ging um Koran und, und, und. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: In wenn du diesen Bogen annimmst, dann hast du einen Bogen aus Feuer angenommen. Schaut mal, was er sagte: dann habe ich diesen Bogen zurückgegeben. Ich wollte es nicht mehr behalten. Diese Überlieferung, Sheikh al-Albani ala sagt, sie ist äh, sahih in Irwa al-Ghalil. Hier haben wir auch einen Beweis, dass das eigentlich verboten ist, etwas zu nehmen. Die Ansicht von den meisten Gelehrten ist, dass es erlaubt ist. Erlaubt? Was heißt erlaubt? dass er nicht die Absicht für die Dunya macht, haben wir schon erklärt. Das ist klar bei den Gelehrten, wenn er die Absicht für die Dunya macht, auch wenn er Ibadat macht, hier geht er leer aus und er wird bestraft, Yawmul Qiyamah. Aber wenn das nicht die Absicht für die Dunya ist, ist das bei den meisten Gelehrten erlaubt. Und zwar aufgrund der Überlieferung von Ibn Abbas, anhu adha, und diese Überlieferung ist bei al-Bukhari, so sagte er an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله er sagte عليه الصلاة والسلام, das was am meisten oder womit man oder was am ähm, das was am gerechtfertigsten ist dafür etwas zu nehmen ist das Buch Allah Sajjel. Sinngemäß. Bedeutet, dass sie das erlaubt haben, weil der Prophet sallallahu alaihi gesagt hat, dass man damit auch sein Geld verdienen kann. Das war für sie Beweis genug, dass sie gesagt haben, erlaubt, halal, Warum wir nicht drüber zu Und das hatte natürlich eine Vorgeschichte gehabt, weil ein Sahabi die Überlieferung ist von Abu Said al-Khudri bei al-Bukhari dass sie einmal für einen nicht muslim Ruqya gemacht haben und sie haben gesagt wir werden keine Ruqya machen bis wir gucken was sie uns gibt auf jeden Fall am Ende äh, und es gibt Überlieferungen auch in anderen Sunna Büchern außerhalb bei al-Bukhari äh, am Ende haben sie 30 Schafe kommen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte gib mir auch meinen Teil davon haben. Insofern haben sie gesagt, das ist erlaubt. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel äh, Rokia macht oder, 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 kann er Geld verlangen? Hm. Hier aufpassen. Wir müssen das genau betrachten. Das, was wir heute sehen bei den Leuten, die Rokia machen, ist, dass sie von vornherein einen Betrag festsetzen. Das ist nicht in Ordnung. At dass man hier einen Betrag festsetzt, ist nicht in Ordnung. Und die Überlieferung, die wir haben, man hat was bekommen, aber man hat jetzt nicht gesagt, ich mache es mit der Bedingung von so und so und so und so und so und so. Deswegen soll man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und diese Sache nicht übertreiben. Weil heutzutage ein Raki, masha'Allah, der hat ein Büro im fünften Stock, eine Sekretärin und 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 und. Und so macht er sein Geschäft. Und bei den meisten ist das nur Geschäft, möge Allah subhanahu wa uns bewachen. Und die dritte Ansicht, ob man Geld verdienen darf mit dem Koran, mit der Religion, ist nur im Falle der Notwendigkeit. Das war auch eine Aussage von Imam Ahmad. Rahmatullah, ihr habt gemerkt, es gibt zwei Aussagen von Imam Ahmad, einmal verboten und einmal nur im Falle der Notwendigkeit. Und Sheikhul Islam, Rahimullah Ta'ala, ist ihm dabei gefolgt. Das bedeutet, liebe Geschwister, dass wir sagen, man soll aufpassen, dass der großartige Lohn. Wir haben doch den Hadith gehört bei Ibn Majah von Abu Huraira, dass der Prophet sagte: Der ganze Lohn wird dich erreichen. Wenn du stirbst, in deinem Grab bist, wird dich der Lohn erreichen. Wir wollen, dass der Lohn uns erreicht. Aber wenn wir uns der gewaltigen Fitna aussetzen, jetzt überlegt mal: Manche Leute verdienen mit ihren Kanälen. Vielleicht sogar an die 10.000 Euro. Das ist nicht wenig Geld. Bleibt die Absicht für Allah, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr hören wollt, was wir auch von den Gelehrten gehört haben, es wird dein Ichlas in Gefahr bringen. Der Mensch ist schwach. Überlegt mal, 10.000 Euro, ja. Wenn einer jetzt zum Beispiel bei YouTube 100.000 Abonnenten hat und bei TikTok 100.000 Abonnenten hat, der verdient schon seine paar Tausend Euro im Monat. Ohne großartig was zu machen. So. Und wenn man sich dann noch erniedrigt, wie viele Leute, die sich Muslime nennen, sich erniedrigen, dann ist es sogar ein höherer Betrag als 10.000 Euro. Möge Allah diese Leute recht leiten. Was ist mit den Dingen auf YouTube und so weiter und so fort? YouTube, solltet ihr wissen, liebe Geschwister, es ist nicht so, dass YouTube dich verpflichtet, dass du Werbung schaltest. Das ist deine Sache, das ist deine freiwillige Sache. Du kannst Werbung schalten, du musst aber keine Werbung schalten. So. Die Gelehrten sagen bezüglich des Geldverdienst über YouTube und anderen Kanälen, wenn die Werbung, über die man... Geld verdient, das ist ja nur die Werbung. So muss man unterscheiden. Ist das Halal-Werbung? Wir müssen erstmal lachen. Oder ist das Haram? Ich glaube, keiner, der nur etwas Wissen von der Religion hat, wird sagen, dass diese Werbung halal ist. Schauen wir mal, was läuft in den Werbungen? Ganz gleich um welches Produkt es geht, es ist immer eine halbnackte Frau mit dabei. Und noch schlimmer. Frauen, die sehr leicht oder fast gar nicht bedeckt sind, Musik, die ständig läuft. Manchmal geht es um Alkohol oder oft sogar um Alkohol, um Tabakwaren und 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 und. Diese Sachen sind definitiv haram. Ich weiß, dass manche Leute äh, immer versuchen, aus Haram Halal zu machen, das wissen wir, weil es geht um ihr Geld. Aber wir sagen euch, Wallahi, dieses Geld werdet ihr Yawmul Qiyamah zu spüren bekommen, nicht im positiven Sinne. Wer, A'udhu Billah, das Schlechte verbreitet, schaut mal, Allah Azzawajal sagt, Wa taqwa wala helft einander in Güte und in Gottesfurcht, helft aber nicht einander in Sünde und in Feindschaft. Was denkst du, wenn du ein Grund bist, damit das Schlechte verbreitet wird? Damit das Schlechte verbreitet wird. Allah subhanahu wa ta'ala saw, in the Ladina Yuhibuna Tashi al-Fahisha, filadina amanu. Wahrlich diejenigen, die es lieben, die Gläubigen in Versuchung zu bringen. nackte Frauen, Zigaretten, Alkohol und ich weiß nicht was. Die es lieben, die Gläubigen in Versuchung zu bringen. Nur lieben. Das haben es noch nicht gemacht. Nur im Herzen spielt sich das ab. Und das sind Leute, die haben es aber gemacht. Die haben die Gläubigen auch in Fitna gestürzt so wird es für sie eine schmerzhafte Strafe in der Dunya geben und in der Akhira. Aber vor der Akhira, vor dem Jenseits, schon in der Dunya. Daher ist der Maßstab, ob das halal oder haram ist, die Werbung, ist sie halal oder haram. Da brauchen wir nicht drüber zu reden, liebe Geschwister, dass eigentlich 90 bis 99 Prozent der Werbung haram ist. Es gibt auch manchmal Werbung, da geht es um ein muslimisches Projekt, und so weiter. Wenn das der Fall ist, dann Alhamdulillah Rabblah al Ja, Oder muss nicht unbedingt um die Religion handeln, aber etwas, was Mubah erlaubt ist, das heißt, es ist nicht gegen die Scharia. Keine Zigaretten, kein Alkohol, keine nackten Frauen, keine Musik, etc. Dann kein Problem. Aber seien wir realistisch. Abul Wara, ich habe manche Gelehrte gehört, die haben das erlaubt. Ja, frag erstmal den Gelehrten, welche Werbung reinkommt. Sag ihnen das doch erstmal. Ja, weil manche stellen die fragen damit sie auch eine entsprechende angepasste antwort bekommt schauen wir ich frage jetzt einen gelehrten Sheikh, es gibt möglichkeiten mittel wie man geld verdienen kann mit seinem kanal was was islamisch ist ja das ist eine frage und ja Sheikh, bevor ich über die Gottesfurcht spreche kommt eine leicht bekleidete frau im bikini und läuft über den strand und singt, I feel good. Ist das noch dieselbe Frage? Was wird der Sheikh dazu sagen? Deswegen, man darf nicht betrügerisch in der Religion sein und die Fragen verschleiern, um die Antwort zu bekommen, die man haben möchte. Und daher, liebe Geschwister, raten wir euch an und wir lieben euch für Allah subhanahu wa ta'ala, dass wirklich man versuchen sollte, die Dunya aus der Religion herauszubekommen. Ich weiß, dass es Gelehrte gibt, die gesagt haben, es ist erlaubt, aber wir haben doch selber gesehen, die Fitna ist gewaltig. Und je mehr Geld man verdient, umso gewaltiger ist die Fitna. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dieser Fitna bewahren und uns auf dem geraden Weg befestigen. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ashaitan? As Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين